Hallo und herzlich willkommen zu Book of Unwritten Tales Teil 2, wobei wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gegangen sind, denn Bücher gibt's nicht mehr. Nein, es gibt sprechende Schiefertafeln. Und ja, reden wir einfach mal mit der guten... Eine Schiefertafel, die sprechen kann? Ich kann sprechen, schreiben, zeichnen, rechnen, singen, dichten und vibrieren. Und ich kann fast jede Frage beantworten. Ah, perfekt. Wow. Du siehst ziemlich teuer aus. Danke. Und du bist ein Geschenk? Du gehörst jetzt mir? Das Geschenkpapier und die Grußkarte lassen diesen Schluss zu. Aber wer ist A? Ungenügende Parameter. Vielleicht Alistair, der Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alistair, Erzmagier von Seefeld. Mordred Michael Mechthild. Er dachte wohl, ich könnte etwas Hilfe benötigen. Sehr lieb von ihm. Mechthild. Oh, kann man auf dir kostenlose Spiele spielen? Kann man auf dir Spiele spielen, die zunächst kostenlos zu sein scheinen, die einem dann aber langfristig viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie wert sind? Nein. Ich bin ein Arbeitsgerät und wurde nicht für unproduktive Beschäftigungen wie Spiele entwickelt. Schade. Weißt du etwas über Buchreparatur? Das wäre gut. Ich weiß alles. Man muss die Seiten zusammennähen, oder? Immer so ein paar Blätter. Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch geklebt. Korrekt. Man benötigt dafür Weizenstärke-Kleister. Den habe ich nicht. Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder einige Naturprodukte, wie zum Beispiel Trollrotz, verwendet werden. Okay. Trollrotz? Korrekt. Trollrotz bildet die Grundlage vieler Industrieklebstoffe. Danke für diese wertvolle und etwas eklige Information. Okay. Ich wette, du bist bestimmt voll nützlich. Ungenügende Parameter. Na hör mal, man kann auf dir schreiben und malen und so. Kennst du ein paar Zaubersprüche? Nein. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Aufgaben lösen kann? Solange es nicht um Rezepte geht, vermutlich nicht. Ich mag dich trotzdem. Okay. Wie war das mit dem Trollrotz? Trollrotz ist einer der stärksten natürlichen Klebstoffe. Er wird als Basis für Spezialklebstoffe in der alchemistischen Industrie genutzt. Und ich kann ihn einsetzen, um ein Buch zu kleben? Korrekt. Als Naturprodukt greift der Rotz die Buchseiten nicht an. Oh, das ist ja praktisch. In Ordnung. Over und out. Okay, gibt's sonst noch was, was wir hier jetzt haben? Betrachte Broschüren. Ich brauche irgendwoher noch diese blöde eine Seite. Der Apfel bringt mir wahrscheinlich nichts, oder? Ich wollte den Erzmagier noch fragen, ob gute Lehrer außer Äpfeln noch eine andere Art von Bezahlung erwarten dürfen. Aber als er mir den schönen Vertrag mit dem Siegel und allem gezeigt hat, erschien mir das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gold zu sprechen. Was ist mit den Broschüren hier hinten? Da vielleicht eine Buchseite mit drin? Ich weiß nicht genau, warum die Ratsvorsitzende die Broschüren hier liegen gelassen hat. Man hat sich darauf geeinigt, dass Kinder nicht wählen dürfen. Zunächst wollte man die Grenze, wer wahlberechtigt ist und wer nicht, an der Größe festmachen. Was natürlich zu Widerstand bei uns Gnomen und den Zwergen geführt hat. Dann sollte das Gewicht ausschlaggebend sein. Je mehr man wog, desto gewichtiger die Stimme. Aber dann wären Trolle und Oger überrepräsentiert gewesen. Letztlich hat man sich auf ein Mindestalter geeinigt. Allerdings gibt es immer noch Diskussionen, weil Ratten, Untote und andere Minderheiten nicht wählen dürfen. Okay. Wir schauen nochmal in unser Lehrerzimmer. Vielleicht liegt ja da noch irgendwo eine Seite. Oh, und unser armes Hasenschaf hier hinten. Hab ich hier irgendwas betrachtet? Schuhe? Das muss der älteste Schuh sein, den ich jemals gesehen habe. Er ist so alt, dass er sogar das Müffeln verlernt hat. Okay, aber mit dem kann ich nichts machen. Was ist mit dem Kachelofen? Gibt's da irgendwie einen? Jetzt im Winter ist ein magischer Kachelofen eine feine Sache.
Aber im Sommer könnte es in diesem kleinen Zimmer schnell unerträglich heiß werden. Okay, Krempel, magische Kugel, Vertrag, Fliegerbrille, haben wir alles schon angeschaut. Meister Markus hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Kopf hoch, Schüler begeistern, nicht unterkriegen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre nicht ganz auf mich allein gestellt. Okay, damit können wir nichts machen. So wie er momentan aussieht, könnte er Bertram, dem dicksten Hamster der Welt, Konkurrenz machen. Aber er kommt schon wieder in Ordnung. Ein kleiner Verdauungsschlaf und danach sieht die Welt wieder anders aus. Oh mein Gott, wenn das alles unten rauskommt, dann möchte ich nicht das alles aufputzen. Ein paar der Kisten und Kartons sind beschriftet. Finger weg. Eigentum des Halbblutprinzen. Schrödinger. In der Kiste könnte eine tote Katze sein. Oder nicht? Oh, ich finde es so toll, dass sie gemacht haben, dass man Sachen auch zweimal anschauen kann. Ich habe herausgefunden, dass Opa einen ganzen Karton mit diesen Brillen hat. Jedes Mal, wenn er jemanden zu einer waghalsigen Dummheit überreden will, schwingt er eine feierliche Rede und verschenkt seine alte Fliegerbrille. Dass man einfach Sachen zweimal anklicken kann und jeweils ein anderer Text kommt? Erst wollte ich nicht annehmen. Ich weiß ja fast nichts über Magie. Aber Meister Alistair meinte, es gäbe nur noch sehr wenige Zauberer und ich hätte die Magierausbildung schneller bestanden als jeder andere. Ich sei genau der Richtige für den Job. Ich wollte gerne helfen und mehr über Magie erfahren. Also habe ich zugesagt. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Ich will Meister Alistair nicht enttäuschen. Okay, klasse. Sagt er noch irgendwas? Es war nicht leicht, Ihnen zu sagen, dass ich kein Ingenieur, sondern Magier bin. Mama meinte, sie hätte es immer geahnt. Okay. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Doch. Das ist seltsam. Unten im Schuh liegt Papier. Vielleicht hat der Schuh ein Loch und das Papier sollte den Träger vor nassen Füßen bewahren. Die siebte Buchseite. Oh. Da habe ich alle zusammen. Lag die jetzt wirklich da drin? Oh nein. Okay. Au, der Stein ist mehr als warm. Okay, dann können wir jetzt die Buchseiten zusammennähen, oder? In Ordnung. Ich nähe die sieben zusammen. Geschafft. Eine schöne neue Buchlage. Okay, perfekt, perfekt. Ich denke, wir werden jetzt noch den Trollrotz besorgen. Und ich glaube, überreden können wir den blöden Troll wahrscheinlich nicht. Reden wir erstmal mit ihm. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Ich habe so eine Idee, dass... Oh nein, oder? Guck mal hier, ist das nicht schön? Hässlich. Das stimmt nicht. Ich habe es von meiner Großmutter. Es ist ein Erbstück, das mir viel bedeutet. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ha, ich habe dich reingelegt. Ich wollte, dass du in das Tuch reinschneuzt. Oh, wow, du bist so toll, Spinner. Okay, dann schnell wieder in die Bibliothek. Rüber. Na komm, geh durch. So, ganz vorsichtig. Und dann können wir hier oben zum Schreibtisch gehen. So, einmal hoch. Und jetzt benutzen wir die Buchlage. In Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein.
Das war's. So gut wie neu. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Okay, wir haben das Buch repariert. Du kannst mich lesen. Na, natürlich. Du bist sogar eines meiner Lieblingsbücher. Lies weiter. Du meinst, ihr könnt... Bücher können nicht lesen. Wir müssen gelesen werden. Wenn man nicht aus uns liest, verblassen unsere Geschichten und wir vergessen, wer wir sind. Ah, okay. Oh, das ist sehr traurig. Ich würde euch gerne allen helfen, aber ich habe noch so viel zu tun und ich kann euch unmöglich alle lesen. Bücher lesen ist uralte Magie. Man kann fremde Orte, die Vergangenheit und die Zukunft bereisen. Was bedeutet das? Für ein gutes Buch ist immer Zeit. Also gut. Mit wem wollen wir anfangen? Ich nimm mich! Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Torheit. Das war toll! Das werde ich so bald wie möglich wiederholen. Jawohl! Wir haben es geschafft, die Bibliothek. Na, wie habe ich das gemacht? Und wie lange war ich weg? Nicht lang genug. Auch diesen Helm, den er jetzt aufhat, hatte er den schon vorher aufgehabt? Ich habe das gar nicht so gesehen. Es war alles so ein bisschen dunkel, aber... Ja, echt klasse. Und die Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Ich habe es mir fast schon gedacht bei diesem Alpha und Omega, das oben drauf ist. Wow! Das Leben ist endgültig in diese Bibliothek zurückgekehrt, wie es scheint. Und wir haben hier verschiedenste Sachen. Gut, dann kommt eigentlich nur noch die dritte Aufgabe. Oder, einen Moment, ich möchte noch mal in die Bibliothek, was es hier für Sachen gibt, was wir hier erledigen können. So, wir haben hier den Kamin. Na komm. Das Feuer ist nun wieder ein ganz normales Feuer. Ich weiß nicht, wie lange ich davor gesessen und gelesen habe. Es müsste eine lange Zeit gewesen sein. Und doch ist sie wie im Fluge vergangen. Ich glaube, für den Troll und die anderen war ich nur ein paar Minuten weg. Okay, was ist eine mit ihm? Eine tolle Truppe. Ich habe nicht jedes der Bücher gelesen. Als ich erst einmal angefangen hatte, haben sich viele Bücher an ihren Text erinnert. Es war, als seien sie aus einem langen Schlaf erwacht. Ich musste nur ein paar Sätze lesen und sie konnten sich wieder daran erinnern, wer sie sind. Der Text kam zurück, tiefschwarz und gestochen scharf, und sie fingen an, aus sich zu zitieren. Alle auf einmal. Es war fantastisch. Das ist schön. Sprich mit den Büchern. Hallo, Freunde! Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt. Sehr schön. Wilbo, der Bücherfreund, ist zurückgekehrt. Ein Hoch auf unseren König! Naja, ich habe doch nicht viel getan. Gesunkenen helfen heißt königlich handeln. Euch scheint es ja wieder gut zu gehen. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen, so viel Wissen weiterzugeben. Morgen werde ich mit meinen Schülern herkommen. Sie haben ein paar gute Bücher nötig. Und wir brauchen sie. Das ist schön. Die Tür zur Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Von jetzt an wird hier wieder mehr los sein. Hoffen wir es. Wir wollen doch nicht, dass sich die Bibliothek unser wieder so schämen muss, dass sie sich versteckt.
Meinst du, deswegen war sie verschwunden? Philosophiebücher, die keine Gedanken halten können. Wörterbücher, die fast sprachlos sind. Wir waren keine Sammlung, auf die man stolz sein konnte. Ach, dann war das der Grund, wieso die Bibliothek verschwunden ist. Sie hat sich einfach geschämt. Okay, aber es war ja absolut kontraproduktiv, weil dann liest ja wirklich gar niemand mehr drin. Du hast vorhin gesagt, ihr braucht die Schüler. Wofür? Du hast es doch selbst erlebt. Bücher, die nicht mehr gelesen werden, verlieren ihre Kraft. Sie verblassen. Sie werden vergessen. Nur solange wir gelesen werden, bleiben unsere Ideen und unser Wissen lebendig. Ein sehr, sehr schöner Satz. Sind eigentlich alle Bücher hier lebendig? Nein. Auch hier gibt es Bücher, die keine Magie verbreiten können. Einige Bücher bleiben tot. Egal, wie häufig man in ihnen liest. Ich hatte früher in der Schule ein Mathebuch. Bei dem war das so. Kann ich mir vorstellen. Ich muss weiter. Hab noch viel zu tun. Okay. Auf Wiedersehen, Wilbur. Und nimm dir Zeit für ein gutes Buch. Mach ich. Gut, dann haben wir hier noch betrachte das Buch und da drüben betrachte vergammelte Bücher. Schauen wir uns das hier noch an. Und du? Wer bist du? Dich rief die Geister. Werd ich nun nicht los. Ha, ein passendes Buch. Der Zauberlehrling. Okay, da haben wir das Buch. Mit dem haben wir gerade eben gesprochen. Und hier sind noch... Oh, was ist denn mit diesen Büchern passiert? Eine traurige Geschichte. Das undichte Dach ist ihnen zum Verhängnis geworden. Vielleicht kann ich sie reparieren. Da kommt jede Hilfe zu spät. Ganz recht. Deswegen sollte man ihnen helfen, bevor sie kaputt gehen. Ach, er schon wieder. Das hatten wir doch schon. Der Bücherfreund hat keine Zeit für Albernheiten. Zeit ist irrelevant. Du bist irrelevant. Die Bücher sind kaputt und wir können nichts daran ändern. Okay. Und jetzt gibt's hier wohl eine neue Aufgabe für uns. Hallo? Wilbur! Ich habe lange auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet? Du hast auf mich gewartet? Natürlich. Viele Jahre. Seit damals. Ich kann mich nicht daran erinnern, dir schon mal begegnet zu sein. Bist du ja auch nicht. Doch, natürlich. Viele Jahre in der Vergangenheit. Es ist nur noch nicht geschehen. Okay, und wer bist du? Wer bist du? Nenn mich Albert. Albert, das Buch der Zeitreisen. Oder wahlweise Albert der Wirrkopf. Ich weiß alles, was es zum Thema Zeitreisen zu wissen gibt. Kapitän Nate ist in der Zeit zurückgereist. Er hatte ein Amulett vom Erzmagier. Aber unser verwirrter Freund da meint, man könne ganz ohne Magie in der Zeit herumreisen. Nur in die Vergangenheit. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Schon mal das Wort Paradoxon gehört? Wenn es möglich wäre, könnten wir die armen Bücher davor retten, durchgeweicht zu werden. Und wie soll das funktionieren, dass man durch die Zeit reist, lieber Albert? Und wie genau soll das deiner Meinung nach funktionieren? Zeitreisen ohne Magie, meine ich. Nun, wie alle Reisen mit Büchern funktionieren. Du liest über eine Zeit, stellst sie dir genau vor und dann schwupps bist du da. Schwupps, talala, so einfach ist das. Es funktioniert. Würde es nicht funktionieren, hätte ich nie etwas von dieser Methode erfahren. Okay. Dann reisen wir wohl jetzt in die Vergangenheit. Es kann nicht schaden, wenn ich es mal versuche. Schick mich in die Vergangenheit. Bist du dir ganz sicher? Die Vergangenheit ist ein seltsamer Ort. Erzähl mir davon. Also gut, hör zu. Und die Welt war dieselbe und doch anders. Was ist das hier? Oh nein! Oh nein! Haben wir jetzt das
Spiel... Ah. Mich würde schon interessieren, wie der Rest der Schule in dieser Zeit aussieht. Aber ich bin nur hier, um die Bücher zu retten. Und in meiner Zeit gibt es noch mehr als genug andere Dinge zu erledigen. Oh, Schrott. Ja, und wir sind in der Vergangenheit gelandet. Offensichtlich auch von diesem Spiel. Oh, ist das klasse. Und was wir jetzt hier in dieser Zeit erleben werden, das schauen wir uns dann morgen in einer neuen Folge an. Hier bei The Book of Unwritten Tales Teil 2. Oh, ist das klasse. Ich freue mich schon jetzt gespannt zu sein, was uns hier erwartet. Und ja, die Feuergrafik an der Seite auch. Es ist zu klasse. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.